Und damit willkommen zurück zu den Kampfcode-Videos. Ein Kampf zwischen Venus Phantom und NAC oder Chan oder so. Ja, es sieht nach einem Overuse and Below-Kampf aus. Wir haben ein Voltula, Capufala, Amigento, ein Quaxo, Megastalos, Amphira. So, NAC hat dabei ein Portrott, nervig. Megibusaflor auch nervig. Rotom in der Hitzeform. Ein Flinch-Togekiss, ein defensives Sandburg-Pokémon und ein sehr beliebtes Haitera, nicht Scharnierer. Ja, wir werden auf jeden Fall ein spannendes Kämpfchen sehen. Da hat Craig geschrieben, ein sehr spannender Kampf mit Klebenetz und Tarnsteinen auf beiden Seiten. Also dann dürfen wir uns auf einen guten Kampf gefasst machen. So, wir sehen erstmal die Musik von Kampflegende Rot. So, da kommt Hooper. So, ja, Hooper will wahrscheinlich Klebenetz, Tarnsteine und Toxin loswerden. Da kommt Muffet. Und der hat die Anspannung, also nicht die, nicht das Facettenauge. So, Muffet, Klebenetz. So, schade, dass man es im Hintergrund nicht sieht, dass auch das Klebenetz ausgeteilt wurde. Aber gut. Vielleicht kommt ja in der nächsten Generation so eine bessere Animation. So, da kommt der Donner. Der trifft. Wunderbar. Macht natürlich. Naja, 30-35%. Und die Tarnsteine. So, was sehen wir? Donnerblitz. Okay, Cooper wird zurückgerufen. Zu Pampers. Und das kommt in. Oh, Gigasaurus. Was hat Craig da predicted? Ein Donner wäre sowieso gut gewesen. Da kommt Joy. Ja, das speziell defensive Monster schlechthin. Neben Scharnierer natürlich. Da kommt der Donner und wehrt ab. Muffet geht raus, hat anscheinend keinen Voltwechsel. Da kommt Evera. Physisch defensiv. Klebenetz ist egal. Und das Toxin kommt. Das hat keine Wirkung. So. Wir sind die Mega-Entwicklung. Wahrscheinlich dann die eigenen Tarnsteine. Oder Erdbeben. Da kommt Imposant. Ja, beide sind super langsam. Ich glaube, dass hier die Tarnsteine kommen. Oder Toxin, eins von beidem. Und wir sehen die Tarnsteine. So. Hat dieses Evera das Toxin drauf? Das wäre ganz gut gegen andere defensive Pokémon. Aber Evera geht zurück und will keine Erdkraft abkriegen. Da kommt Kabai. Holt mal den, den Ring raus. Ja, 197 KP, also super defensiv. Wir werden sehen, ob es speziell defensiv ist. Nutzen. Aber wir sehen keinen Regen. Das heißt, andere Fähigkeit. Ich muss nachgucken, welche Fähigkeit das ist. Kawaii, Siedewasser. Geht natürlich nicht gereicht. Aber, kommt der Burn? Kein Burn. Wir sehen Verklumpen und das steigert die Defense, was... ja, nicht so krank heftig ist. Jetzt hat H2O-Absorber oder Feuchtigkeit. So, Kawaii wird outspeeden. Aber Kawaii geht raus. Zu Fire Snake. Oh, wenn es in eine Erdkräfte kommen. Ich glaube, Erdkräfte sollten und hätten auch gereicht. Aber wir sind Gigasaurier. Was Fire Snake machen kann, wäre ein Z-Move raushauen. Oder Kraftreserve Pflanze. Reicht nicht, ne? Ja, kommen Erdkräfte. Wir sehen keine Schokobeere. Fire Snake geht leider down. Hat es etwa den Fokus gut gehabt? Ja gut, Traumkobold. Traumkobold kann jetzt richtig Druck ausüben. Mit einer Psychokinese zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass der Gegner... oder hatte der Gegner ein Unlicht-Pokémon dabei? Bei Psychokinese Psychic mächtig Damage machen.
Jo, Klebenetz plus Tarnsteine gleich Kill für Traumkobold. So, Psychoschock, zack. Ja, das reicht. Und wir sehen Joy. Oh, Psychoschock wird deftig reinhauen jetzt. Da ist auch die physische Defensive gilt. Und Joy kann ja nur Foxin und Geowurf. Aber es kann auch Gedankengut. Das spielt man viel zu selten. So, da kommt der Geowurf. Ja, aber Psychoschock hat ja eh mehr als die Hälfte gemacht. Vor allem in dem Psychofeld. So, Ivera kann jetzt einfach Bombe ausdrücken, Erdbeben drücken. Und wir sehen, rund um den 25% Schaden. Und Ivera hat das Toxin drauf. Ein vergiftetes Rotom ist gut. Aber jetzt muss der Gegner sich entscheiden: Donnerblitz oder Hitzekoller. Was ist der Switch von Venus Phantom? Type 0. Ja, ist voll in KP investiert. Auf jeden Fall. Oh, wir sehen den Z-Move. Z-Feuer, ja. Aber das killt nicht. Obwohl, es ist Z-Hitzekoller, ne? Ich sag voraus, dass da 30 KP übrig bleibt. Und das ist... Okay, auch 90. Das, ja, hat mich überrascht. So, Gamakichi. Was macht Amigento Type 0? Erholung. Okay. Macht Sinn. Um sich von dem heftigen Schaden zu erholen. Ja, aber jetzt kann Bisaflor ja, sich erstmal mega entwickeln. Aber wenn das Ding kein Wachstum hat, macht es gar nichts gegen dieses Type 0. Es müssten schon Egelsamen kommen. Das kommt nur der Gigasaurer. Der macht gar nichts. Ja, Type 0 kann hier wieder ein bisschen stallen. Und das Battle hat. Oder das. Ja. Dieses Battle hatten wir ja mal schon. Bisaflor gegen Amigento. Type 0 meine ich. So. Plus 2. Type 0. Matschbombe? Nichts. Und nochmal die Schlafgeld und nochmal Schwertanz. Das wäre nicht super. Rückkehr. Joa, plus 2. Bei maximaler Freundschaft. Der Schaden lässt sich sehen. So, jetzt wird Type 0 aufwachen. Okay. Imposant kriegt jetzt entweder eine Rückkehr. Ja, Rückkehr macht nichts. So, hat Type 0 für Imposant irgendwas? Nein, hat er nicht. Er muss raus zu Muffet. Dieses Ding hat ja den Gigasauger gezeigt. Und wir sehen Erdkräfte. Den Sand sammeln wir erstmal. Um sich voll zu heilen. Ja. War auch bitter nötig. Aber jetzt kommt ein Gigasauger. Und der Switchen wäre Bisaflor. Aber Imposant bleibt drin. Lässt sich ein paar KP abziehen. So, da kommen Erdkräfte. Die wehtun, aber das sollte Muffet noch tanken, ja. Ja, jetzt hat Muffet den kleinen Vorteil. Und wir sehen Pampers. Und Pampers, ja, sollte outspeeden. Es wird ja nicht von Klebenetz betroffen. Gigasauger, einmal resistiert. So, wer ist jetzt schneller? Pampers, Luftschnitt. Neutral, macht. Gut. So, Evera kommt. Ja,
Tiger kann nicht paralysiert werden durch Donnerwelle oder so. Jetzt müsste Pampa schon 3-4 mal flinchen. Sieht nicht gut aus für Craig. Steht 4 zu 5. Da kommt Gamma Kichi, oder? Ja, wir hätten Rambos oder so abkriegen. Okay, Tarnsteine, da kommt der Rambos. Ja. Ah, reicht nicht ganz. Bleibt ihr wäre hier drin? Ah, ja. Und wir sehen die Synthese. Also, Synthese, Matschbombe und Gigasauger. Aus der letzten Move, Kraftreserve Feuer vielleicht. So, Erdbeben kommt. Ist der. Dachte ein bisschen mehr Damage machen. Ja, Venus Phantom könnte so ein bisschen die AP stallen. Auf Maschbombe sollte dieser für nicht gehen. Normalerweise. Auf der Psycho-Erzeuger. Da kommt die Synthese, ja. Ja, jetzt hat NHC oder Chan ein kleines Problem. Psycho-Schock im Feld wird auf jeden Fall dieses Ding rausnehmen. Und da will er nichts reinwechseln. Also Psycho-Shock. Und das war's mit Gamma Kichi. Ja, das Battle neigt sich so langsam dem Ende zu. Da kommt Joy. Bekommt ein bisschen Tarnstein-Damage. Wir haben gesehen, es kann Geowurf. Und sonst nichts Großartiges. Da kommt der Traumkobold mit Psycho-Shock. Und das macht. Ja, alles. Wäre Craig vorher drin geblieben, wäre dieses Ding auf jeden Fall raus. Tja, jetzt weiß der Gegner, dass dieses kapufallige Gewahrglas ist. So, Kawaii. Tank noch ein bisschen. Hat leider nicht so viel gezeigt, außer halt ein Siedewasser. Und da sind wir Hitzekoller. Okay. Also gut für Venus Phantom. Der kann sich jetzt potenziell aufsetzen mit dem kleinen Schwerttanz. Oh ne, kann er nicht. Das Sandburg-Pokémon ist ja noch im Weg. Da kommt der Traumkobold. Ah, ist leider wieder langsam. Ja, aber ein Hitzekoller wird auf jeden Fall nicht töten. Da kommt das Motor mit dem Hitzekoller. Minus 2. Ja, Schaden ist doch gut, aber jetzt blockt dieses Ding. Push. Pampers ist ja noch da, glaube ich. Da kommt es. Und das kann jetzt flinchen. Oder Pampers geht auf Ruheort. So, da haben wir EVR. Ruhrort auf in dem Play oder jetzt Ruhrort drücken, sehr riskant, wenn Craig dann doch drin bleibt. Da kommt der Luftschnitt. Okay. Schon geht. Und nochmal Luftschnitt. Er geht also auf die 60%. Und er flincht nicht. Glück gehabt. Boom. Was mit dem guten Pampers. Da kommt Imposant. Ja, wer wird jetzt auch speeden? Das ist die großartige Frage. Eigentlich kann Craig hier dieses Ding, seinen Evera sterben lassen. Dann am Ende mit Kapufala reinkommen. Ah, Toxin wäre gut gewesen. Oder? Doch. Wir haben doch Toxin auf Evera gesehen. Ah, die Verklumpung aktiviert sich nicht. Und da kommt das gute Toxin. Ja. Aber das ist ein GG. Imposant kann doch keine Vitalglocke oder so haben. Außer halt Erholung. Erdkräfte kommen. Jetzt kommt Kapufala und holt sich den Kill.
Der Traumkobold kommt. Wird noch outspeeden. Hat 19 KP, ja. So, dann es steht 2 zu 0, ne? Aber eigentlich 1 zu 0, weil dieses Typhoon gar nichts machen kann. Obwohl doch, der Timer ist ja da. Selbst wenn Kapu voller Daumen gegangen wäre. Typhoon hätte einfach Erholung spammen sollen müssen. Dann hätte Venus Phantom das eh gewonnen. Okay, spannendes Battle auf jeden Fall. NRC hatte auf jeden Fall ein paar stollige Pokémon dabei, mit Hytera, dem Sandburg-Pokémon. Rotrot hat nicht so viel gemacht. Ja, Tarnstein gelegt plus Klebenetz. Okay, Leute, dann danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder bei dem nächsten Video. Bis dahin und ciao!